bin wirklich sehr erstaunt, wie gut dieses Spiel ist. Jetzt ehrlich. Also das ganze Storytelling, das Kampfsystem, ich sag's wie es ist, leckt mich am Arsch. Das ist echt gut. Oh no! Cliff, was hast du? Haben wir hier einen Cliffhanger? Oh nö! Die eigenen Wortwitze sind die besten. Oh Mann. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm, zeig, was du kannst. So, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 16, Part Nummer 2, angezockt. Ja, ich habe hier aufgehört und jetzt machen wir direkt weiter. Gucken mal, wie das hier mit dem Kampfsystem so läuft. Ich bin gespannt, ich habe Bock und ich hoffe, ihr auch. Und dann gucken wir einfach mal, wie das hier so läuft. Ja, ich muss das Spiel mal kurz neu starten, weil durch das Hin und Her musste ich leider OBS nochmal neu starten. Ich hoffe, es passt jetzt. Let's go. Ich hab Bock. Ja, das wissen wir ja schon. Hier. Kann ich dich anzoomen? Ja, tatsächlich. Komm her. So, wie kann ich denn. Wie kann ich denn. Ah, wie kann ich denn ausweichen? So nicht. Ja. Konzentration. Oh Junge, schönes Ding. Sehr gut. Danke. Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! Okay, gar kein Problem, sehr gerne. Wie mache ich das? Also, drücke Y, um Feuer zu wirken. Mit diesem magischen Geschoss lassen sich auch entfernte Gegner treffen. Ja, klar. Okay, dann, Weiter so. Okay. Ah, komm. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Wunderbar. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Ein Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Oh. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Flink sein, Lord Rossfield. Okay, wie kann ich ausweichen oder kann ich parieren und blocken? Teste deine Reaktion. Okay, ist kein Problem. Weiche 4 Angriffen aus. Drücke RB, um einen gegnerischen Angriff auszuweichen. Ah ja, okay. Weiche Angriff in den perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfälliger für einen Konterangriff zu machen, der mit X oder Y ausgelöst werden kann. Okay, das kennen wir von Zelda. Let's go! Ah! Ich wünschte, ich wäre noch so flink wie du. Ah, schönes Ding. Hast du den Sinn dieser Übung etwa nicht verstanden? Doch, habe ich doch gerade gemacht. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Oh. Spezialangriff? Okay. Ich warte. Ja, ich warte auch. Warte. Warte, 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 warte. Lois, das ist nicht mein Batman-Glas. Nein, um Gottes Willen. Clive wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet, die im Manöver wie den Phönixflug ermöglichen. Drücke B, um dich in einem Augenblick entfernten Zielen. Was? Drücke B, um dich in einem Augenblick entfernt. Achso, in einem Augenblick entfernten Zielen, bla bla. Während eines Phönixflugs können sowohl mit X Nahkampfangriffe als auch mit Y Magiegeschoss eingesetzt werden. Okay, cool. So, dann let's go. Könnten sich nur all unsere Schilde so bewegen. Schönes Ding. Okay, das ist cool. Das ist angenehm. Beeindruckend. Ja, gerne, finde ich auch. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender: Achte auf deine Wunden,
und versorge sie, wenn nötig. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Okay. Ganz ehrlich, ich kenne das. Also, es gibt so. Ich habe wirklich schon sehr, sehr viele Tutorials in meinem Leben gespielt, ja. Und es ist tatsächlich so oft so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jemals in einem Tutorial, dass ich wirklich gescriptet bzw. ungescriptet angegriffen wurde und es dann hieß, du musst dich heilen. So verwendest du heilen. Es war immer vorgescriptet. Es war immer irgendwie vorher. Hatte ich schon plötzlich nur noch wenig LP oder ich hatte vorher 100 LP und dann zack, auf einmal, oh, ich hatte gerade noch 100 LP und jetzt zum Tutorial in anderthalb Sekunden später nichts mehr, obwohl nichts passiert ist. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie komisch. Na gut, egal. Tutorial-Ding, also wir können uns auf jeden Fall helfen, bla bla bla. Schnellmenü, ich weiß nicht, jetzt will ich das überspringen und jetzt haben wir hier so viel. Ordne den drei Tasten des Schnellmenüs hoch, rechts oder runter, helfende Hilfsmittel wie Heiltränke zu und bla bla und sie zügig, ja gut. Änderungen können im Hauptmenü unter dem Reiter Gegenstände vorgenommen werden. Die Mittel können dort auch direkt benutzt werden. Okay, das habe ich jetzt schon. Ah ja, hier, guck mal. Fein! Sehr gut. Lass dich während eines Kampfes niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Ja, das ist ja sehr motivierend. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Ach, jetzt gibt's... Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Nichts wäre mir lieber. Na dann, Lord Rossfield. Kämpfen wir. Oh, schönes Ding. Willst du der Ehre würdig sein, dich den ersten Schild zu nennen? Beweis es. Wie ihr wünscht, Kommandant. Okay, dann machen wir dich jetzt platt. Komm her, Junge. Zeig mir, was du kannst. Aber auf jeden Fall. Komm her. So. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste deines Gegners durch Erfolg. Reiche Treffer, um seinen Kampfgeist zu brechen und ihn für kurze Zeit besonders anfällig für Angriffe zu machen. Nutze diese Gelegenheit, um ihm gezielt großen Schaden zuzufügen. Okay. Los, diesmal kriegst du ihn. Ja klar. Du schaffst das, Clive. Bleib einfach ruhig. Ah, guck mal einer an. Au. Und das kriegen wir doch hin. Easy. Oh, schön. Dir scheint es ernst zu sein. Ja, klar. Weiter so, Clive. Den kriegen wir hin. Komm, den kriegen wir. Komm. Komm. Wir treffen dich. Ja, gebrochener Kampfgeist. Und jetzt kann ich draufhauen. Kommandant Murdochs Willenskraft ist erschöpft. Wenn der Kampfgeist des Gegners gebrochen wurde und er zermürbt am Boden liegt, kannst du ihm großen Schaden zufügen. Drücke RT und X, um mit Lohenschwinger anzugreifen. Einer mächtigen Esper-Fähigkeit, die Cliff durch den Segen des Phönix gewährt wurde. Okay. Oh, ja. Na gut, die muss noch. Scheibenkleister. Meine Erwartungen. Dann muss ich nicht länger zurückhalten. Nee, musst du nicht. Daneben, Jung. Alter. Weiter nach vorn. Gleich geschafft. Ich glaube an dich. Du lernst wirklich. Alter. Okay, ich muss wirklich zu 100% zugeben. Verdammte Scheiße, das Kämpfen macht echt Spaß. Huiuiuiuiui. Huiuiuiuiui, wirklich, es macht wirklich Bock. Gewonnen! Na, ich hab's doch gesagt! Oh ja. Du hast es geschafft. Zum allerersten Mal.
Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Was gafft ihr da noch? Schwerter in die Hand! Also ich bin wirklich sehr erstaunt, wie gut dieses Spiel ist. Jetzt ehrlich. Also das ganze Storytelling, das Kampfsystem, ich sag's wie es ist, leckt mich am Arsch. Das ist echt gut. Oh no! Cliff, was hast du? Haben wir hier einen Cliffhanger? Oh nö! Die eigenen Wortwitze sind die besten. Oh Mann. Joshua. Oh, danke. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Oh nein. Darum. Heute Morgen auch schon. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Vater ist da. Ah. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Herr, Moment. Hat er nicht gerade gesagt, Vater ist zurück? Ach, das ist die böse Stiefmutter. Joshua. Warum bist du nicht im Schloss? Das ist kein Ort für dich. Ah, okay. Er ist krank und sie ist... Ist das die richtige Mutter von ihm? Okay. Guten Tag, Mutter. Ah, okay. Hat sich damit erledigt. Ah ja, ein Knicks. Man kennt's. Guck doch nicht so böse. Eieiei. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Also ich finde das Storytelling... wirklich extrem gut von dem Game. Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Gehen wir, Jill. Okay, das sind bisher sehr viele Charaktere. Er ist Cliff, das ist Jill, der andere ist Joshua. Den anderen Charakter, den wir eben gespielt haben, ist Weaver oder Viber? Alter, ich weiß es nicht mehr. Huch, was ist das denn jetzt? Ah, das ist wohl Vater. Okay. Ich habe noch nie ein Schokobo in einer Rüstung gesehen. Jetzt kein Scheiß. Alter, wie der rumgockelt. Das ist ja der Wahnsinn. Der Schokobo wirkt ja fast gefährlich. Schon gut, meine Freunde. Zurück! Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater. Viel besser. Wunderschön. Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Ach, Clive, nicht Cliff. Okay. Tatsächlich. Das macht den Wortwitz leider kaputt. Oh Gott, ist dieser Hund süß. Torgal. Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Die Stimme kennt man aber auch. Vater... Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Ich kenne die Stimme von ihm, also von dem Vater. Aber ich kann sie gerade noch nicht zuordnen. Gott, ist der Torgal süß. Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal, wir müssen reden. Ja, Vater. Majestät. Okay.
Schilde, abtreten! Wer kennt's nicht? Einen beherzten Knuff. Ich kenn's aber eigentlich anders. Dass das Elternteil dann halt nicht. Also quasi, dass mein Majestät oder euer Gnaden abgebrochen wird und dann. Ja, Vater. Nein! Torgal! Da kannst du nicht durch. Wo willst du denn hin, hm? Gott, ist der goldig. Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Also mein Bauchgefühl sagt, dieses Spiel ist extrem gut. Morgengrauen und Abendrot. Finde den Weg. Nicht sicher, wo du hin musst? Halte L gedrückt, um dir die Richtung weisen zu lassen. Das nächste Ziel eines Hauptauftrags wird dir zudem mit dem... Was ist das für ein Symbol? Mit dem... Keine Ahnung. Dings-Symbol angezeigt. Okay. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Ich muss Vater sprechen. Ah, das Klärchenbärchen. Okay. So. Los jetzt. Ladet schnell auf. Was ist das denn hier? Kann ich da irgendwas nehmen? Tatsächlich, guck mal. Gegenstände finden. Es lohnt sich, mit offenen Augen durch die Welt zu laufen. An funkelnden Punkten am Boden kannst du Gegenstände finden. Was genau du gefunden hast, kannst du unter dem Reiter Gegenstände im Hauptmenü überprüfen. Ja, aber das wird mir hier gerade angezeigt. Ich wollte gerade sagen, ich werde doch nicht extra ins Menü müssen erstmal. Guck mal, mit dir kann ich ja reden. Moin! Zeit mit mir, Lord. Doch ich bin mit dem Prüfen der Kristalle beschäftigt. Die Leben unserer Soldaten hängen davon ab. Jetzt die Frage, klettern wir hier hoch? Okay, ich dachte wirklich, der hüpft halt einfach gefühlt so hoch wie das Zelt. Dass der nur so kurz hüpft, wie es im echten Leben halt so ist, war ich jetzt nicht drauf gefasst. Wobei, der hüpft jetzt wiederum ein kleines bisschen niedrig, oder? Also ich weiß ja nicht. Also ich würde höher kommen. Oh Gott, ist das süß. Guckt euch das an. Kann ich hier die Kamera irgendwie wechseln? Nee, gerade nicht irgendwie. Ich weiß, dass hier oben... Ach wow, da kann ich nicht weiter. Da hinten das Ding, das hat die ganze Zeit rumgeschienen. Ha. Warte mal, kann ich hier auch... Gott, ist das süß. Guckt euch das an, wie schön das hier ist. Dass wir den Prinzen beschützen sollen. Ja, alles gut. Guckt euch das mal an, jetzt mal ohne Mist. Wow, also wie so eine schöne Festung. Eieiei. Kann ich hier eigentlich speichern? Gerade mal gucken. Tatsächlich, ich könnte jetzt speichern. Gut, weil, das würde ich nämlich jetzt auch machen, meine Lieben. Ich würde jetzt hier einen Schnitt machen. Und ich denke, ich werde das Spiel noch einmal spielen oder noch mal weiterspielen, weil es macht echt Bock. Jetzt ohne Scheiß, macht echt Bock. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt noch einen wunderschönen Sonntag. Haut rein und bis dann. Ciao.